So, und da sind wir in der 199. Folge Monster Legends. Ich freue mich sehr und ursprünglich hatte ich ja für heute den Stream angesagt, der kommt aber heute nicht und auch morgen nicht. Die Arbeit läuft mir dazwischen und solange ich das Monster Legends und alles, was ich dafür brauche, damit bezahle, was bei der Arbeit rauskommt, hat natürlich die Arbeit ihren Vorrang. Und deswegen gibt es jetzt einfach einen neuen Termin für meinen Jubiläumsfolgen-Stream, auf den ich mich ja eigentlich schon sehr freue. Und der wird jetzt am Donnerstag stattfinden. Donnerstag, 17. August. Und ich denke, so rund um 17 Uhr fange ich den an. Vielleicht auch schon um 16 Uhr, vielleicht auch schon um 16 Uhr. Also rund um 16 Uhr fange ich den an, ungefähr, damit es dann einfach da auch vorwärts geht. So, bis dahin habe ich relativ viel zu tun, bereite also jetzt quasi mit euch zusammen nochmal so die letzten Sachen darauf vor. Zum Beispiel Zellen kaufen ist ja immer ganz wichtig. Also zumindest die, die es für Geld gibt, will ich natürlich auch holen. Und gerade eben gibt es ja auch noch zum halben Preis. Da lohnt sich's ja noch mal richtig. Gibt es auch irgendwas, was ich gleich noch verwenden kann? Cthulhu habe ich schon im Level und lohnt sich auch nicht. So viel Zellen kriege ich ja nicht gekauft. Wen spiele ich noch? Wen spiele ich noch? Wen gibt es noch? Den Rest Ledowech. Okay, aber habe ich gerade eben einen versetzt, den Irocman spiele ich, davon kaufe ich auf jeden Fall ein paar. Bis die Gemstone, ja, bis die 4 kosten, also bei halbem Preis nehmen wir mal auch ein paar mit. Da würden mir dann noch 40 fehlen, okay. Die kann ich im Zweifel natürlich auch noch ersetzen. Wen haben wir denn noch ohne Sterne? Ist ja nur noch das Schweinchen. Und der Ardi, die ersetzen wir und drehen das Schweinchen noch hoch, damit auch der sein Sternchen kriegt. Und dann habe ich nahezu das ganze epische Team mit auch einem Sternchen versehen. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Den kann ich verkaufen, den will ich nicht. 17.500 immerhin. Ja, und so sieht das aus. Einmal ordentlich abgesammelt. Ressourcen bleiben weiterhin in großen Mengen da. Hier brauche ich, Quatsch, nicht ausrüsten, verbessern. 100 Millionen, die sind natürlich noch nicht zusammengekommen. Und dann gucken wir nochmal im Krieg. Im Großen und Ganzen geht es aber in der Folge vor allen Dingen darum, eben jedem, der es hören will, zu sagen, Donnerstag ungefähr 16 Uhr, da mache ich den Stream. Wenn ihr Lust darauf habt, haltet euch halt den Termin ein bisschen frei. Was haben wir? Blitz, Geister, Drache. Schauen wir uns mal an, was da kommt. Das empfiehlt er mir hier. Obwohl ich mit drei Epischen natürlich relativ schwach dastehe gegen das, was er mir anbietet. Geschwindigkeit hat er auch noch da vorne, der Roffel. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das mein Gegner ist. Ich glaube, das hier ist schon eher mein Gegner. Den gucken wir uns hier mal an. Okay, da kann ich nichts dran ändern. Ein bisschen Schläge muss man halt einstecken können. Dunkelschaden und Vergiften. Lähmen. Ja, Lähmen ist, klingt auf jeden Fall toll. Genau. Setz mal eine Runde aus. Zwei Heiler. Okay, zwei Heiler. Dann konzentrieren wir erstmal weiter den Schaden da vorne und setzen mir eine Regeneration oben drauf. Die ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und wirkt auch gegen den Gruppenschaden, den er mir jetzt zufügt. Ja, das nutzt nicht. Mein Muso ist ganz stabil. Eins meiner besten Monster letztendlich. Klar, übers Level. Aber unter den Epischen ist er der Aal und er sieht ja auch so aus wie ein Aal, dann darf halt auch der Aal sein. So, jetzt noch vergiften da. Das könnte ja dazu führen, dass der jetzt einfach geht. Einfach, verfehlt. Einfach gehen, habe ich doch gesagt.
Dann halt mit einem Whirlpool plus Gift. Dann habe ich ihn erwischt. Tschüss. Aber ich muss ja drei. Ich muss ja drei Monster mitbringen, damit sich das mit dem Krieg auch lohnt. Dunkelschaden, aber Lähmung. Okay, ich nehme die Lähmung. Ich nehme wieder die Lähmung. Es spricht eigentlich nichts dagegen. Und dann kriegt der Drache da oben den Schlag. Regeneration sitzt. Kriegt er gleich noch einen aufs Dach? Isolusi. Ja. Reicht aber nicht. Nur die Albträume sind natürlich sehr, sehr unbequem, sage ich mal. Die wollte ich eigentlich nicht haben. Er kann aber eine Selbstheilung. Das hilft extrem sehr. Und er kann den entzaubernden Fluss und damit die Albträume einfach wieder loswerden hier im Team. Selbstheilung. Mit zwei Heilern ist natürlich sehr komfortabel in der Situation. Da halten die noch ein bisschen länger durch. Oh, jetzt Vergiftung auf alle. Okay. Machen wir wieder die Selbstheilung. Die Gruppenheilung. Und was machst du, Burne Luffy? Felssturm, nimmst einen raus, jawohl. Und dann bleibt nur noch der Glitch. Mal sehen, wo wir den hinkriegen. Erstmal lähmen. Das ist nie verkehrt. Den entzaubernden Fluss, genau, die Vergiftung mal rausnehmen wieder. Er muss aussetzen. Ich im Grunde ja auch, also beziehungsweise halt Energie nachfüllen ist ja so eine Art Aussetzen, negative Effekte entfernen und Schaden erhöhen. Ja, komm, machen wir das. Pumpen wir den mal auf. Ist ja irgendwie auch der einzige Kämpfer, den ich bekommen habe. Dann soll er auch was leisten. Nochmal mit Lähmung. Regeneration. So, Items gehen nicht, aber aufladen muss er. Kann eh nichts machen. So, mit Bonusschaden kriegen wir schon den tödlichen letzten Schlag noch lange nicht. Da muss noch ein bisschen was gehen. Mit Feldsturm sieht es natürlich schon ganz gut aus. Und mit Strom der Pein kann ich es dann endgültig besiegeln. Jawohl. Drei Kriegsmünzen. Und ein bisschen Futter. Wie sieht es insgesamt aus? 54 zu 81, okay. Wir haben irgendwann gesagt, der Krieg ist nicht so entscheidend wichtig. Von daher ist das natürlich vom Ergebnis her auch okay. Das ist der erste, der keinen Level 100er hat. Und dann gucke ich mal, was ich noch habe. Ich könnte noch den Volray, oh, den Volray setzen, zusammen mit dem Aiden. Das ist ja fast schon ein kleines Fest. Da holen wir doch gleich nochmal drei Münzen raus, würde ich sagen. Der Volray. Schweren Wasserschaden, Energie. Nee, nee, unendliche Spannung. Unendliche Spannung. Und das kannst du unendlich oft machen, weil ich habe dir extra ganz viel Ausdauerrunen gegeben. Und dann macht das halt auch unendlich oft. Mehr geht nicht. Aufladen, Freunde verstärken und die Ausdauerregeneration dazu packen. Und wenn er das nächste Mal drankommt, ist vorbei. Dann nutzt auch die Verbrennung nichts. Setze ich meinerseits aber auch eine Verbrennung als Antwort drauf, würde ich sagen. Und da kommt Volray wieder ins Spiel mit der unendlichen Spannung. Einmal Faye Melina weg.
Genau, und immer schön nachladen. Kann kein Fehler sein. Mach einfach weiter. Mach's weiter, bis gewonnen ist. Das kannst du schließlich am allerbesten. Unendliche Spannung. Naja, solange die Stromstärke möglichst klein ist, ist alles nicht so gefährlich, ne? So, mehr Angriffe im Krieg werde ich nicht bekommen, weil ich einfach nur zwei Geister habe. Da kommen wir also auch keinen Schritt vorwärts. Vorbereitet ist alles, die Bauarbeiter sind frei, das Futter ist da, ich kann irgendwie die Abenteuerkarte spielen ohne Ende. Macht das aber erst am Donnerstag. Ich verlinke euch im Übrigen nochmal die Bewegungsrabatte, die sind ja unter dem Labyrinth-Video, damit das irgendwie nochmal deutlich klar ist, wann die Bewegungsrabatte sind. Das war die 192, das Labyrinth-Video. Und dann würde ich sagen, da das die 199. Folge ist, sehen und hören wir uns am Donnerstag ab 16 Uhr. Ich nenne es auch Stream-Ankündigung, alles was dazu gehört, sodass ihr das hier findet. Um dann halt eine kleine 200. Folge Special Party zu feiern in einem schönen langen Stream. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, wundervollen Wochenanfang und bis später. Ciao.